www.seechat.de. Seechat.de, die Bodensee-Community, heute in Friedrichshafen im Graf Zeppelin-Haus. Und wir sitzen hier mit dem Olli vom Witz vom Olli. Hi. Hi. So, jetzt erzähl mal, wie geht's dir? Guck mir an, wie ich aussehe. Ich bin in Höchstform, in absoluter Höchstform. Nee, ich bin kerngesund. Ich habe sämtliche Ärzte besucht. Ich erlebe was ich mir in meine kühnsten Träume nicht hätte vorstellen können. Und genieße es eigentlich. Ja. Ich weiß ja nicht, wie lange das geht. Heute Abend weiß ich ungefähr, wie lange es geht, aber wie lange der Hype anhält, deshalb genieße ich das auch. Aber jetzt erstmal Rewind, wie war denn das vom Malergeschäft, ja, zum Witze erzählen und wie schafft man solche Hallen in so kurzer Zeit zu füllen? Also ich muss dazu sagen, also ich habe ja nach wie vor meine zwei Malerbetriebe, das mache ich auch fulltime. Ja. Das heißt, ich war jetzt heute, ist Montag, ich war heute Morgen ganz klassisch um 5 Uhr im Büro. Und habe dann gearbeitet bis 13 Uhr, bin dann nach Hause, habe mein Zeug zusammengepackt und um 14.30 Uhr sind wir dann in Pforzheim abgefahren. Das ist auf der einen Seite so ein bisschen ein Kraftakt natürlich, klar, weil im Augenblick ist es 7-Tage-Woche. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, mir bereitet es unglaublich viel Freude. Der Ursprung war eigentlich, mir hat einmal ein Reporter gefragt, Olli, war der Erfolg geplant? Ja. Dann habe ich gesagt, wenn es planbarer Erfolg ist, dass ein Pforzheimer Malermeister im Auto sitzt, Witze erzählt, mit badischem Dialekt, so lacht, dass man sie nicht versteht. Und dann hat er gesagt, ich habe es verstanden, ich nehme die Frage zurück. Nee, es war ein absolutes Zufallsprodukt. Mein bester Freund, der nach Neuseeland ausgewandert ist, der hat sich einfach mal per WhatsApp bei mir gemeldet und hat gesagt, Olli, erzähl mal einen Witz. Das kann hier keiner. Und dann war es eigentlich 4 Jahre mehr oder weniger so unterm Radar. Und dann ist halt plötzlich explodiert. Und jetzt, wir hatten so Situationen, weil du es gerade gesagt hast, wegen Halle Fülle. Ja. In Freudenstadt zum Beispiel hat die Chefin der Halle, also war mega, die hat gesagt, Olli, wir haben Plakate drucken lassen, um zu plakatieren. Und als die Plakate aus der Druckerei kamen, war schon ausverkauft. Das geht halt über Facebook, YouTube und solche Dinge wird es verbreitet. Natürlich auch klassisch übers Internet, über meine Homepage. Aber das hatte man in Ulm zum Beispiel, war der stellvertretende Bürgermeister da und hat gesagt, ja Olli, wir haben gar kein Plakat gesehen und du hast die Halle voll. Ist für mich ein Phänomen und noch außergewöhnlicher finde ich ja, dass ich kein klassischer YouTube-Star bin. Ich werde jetzt am 20. April 55. Mhm. Ich bin ja eigentlich eher ein alter Sack, sage ich immer. Ja, aber schlägt ein wie eine Bombe und trifft wahrscheinlich auch total den Nerv der Zeit. Also nachdem einige große Comedians, ich vergleiche die schon fast so mit Stefan Raab, ja jetzt weg sind, wo dann, wo eben die Leute unterhält, ja, wo man gerne reinklickt, ja. Also gut, die Situation ist halt die und ich kriege ja unglaublich viel zurück von meinen Fans. Es hat einfach was mit der Authentizität zu tun. Das ist mal eins. Wer mein Witzformat über Facebook oder YouTube oder sonst irgendwie sieht oder WhatsApp ist eine unglaublich hohe Verbreitung. Das ist ein Witz, der ist nach einer Minute, Minute 15, wenn es mal länger geht, dann dauert es vielleicht maximal eine Minute 55, ist vorbei. Okay. Es kommt keine Werbung, weil ich nicht monetarisiert habe. Und das ist ein kurzer Spaß und der ist ehrlich und der ist authentisch. Viele schreiben, oh, die Lache ist so aufgesetzt, ich lache so. Okay. Ich bin halt ein schräger Typ und ich kann mir das, bei mir sind es die Bilder, die mir dazu bringen. Natürlich auch, wenn ein Witz neu ist, dann haut es mir der Stecker aus. Dann sitze ich im Auto und ich lache. Und auch bei meinen Live-Shows ist so, ich erzähle ja nicht nur einen Witz am anderen. Viele sagen und viele schreiben mir nach meinen Auftritten, live bist du noch besser als im Auto und viele haben ja unglaublich spezielle Erwartungshaltung. Aber ich rede auch über meine Werte, ich rede über, was ich erlebt habe, im Positiven wie im Negativen. Und mein Wunsch ist einfach, dass die Menschen, die zu meinen Auftritten kommen, nach dem Auftritt sagen, ich glaube, jetzt weiß ich, was der Olli für ein Kerl ist. Und ich setze keine Perücke auf oder setze keine Maske auf und spiele irgendjemand, sondern ich bin Oliver Christian Gimber, Maler und Lackierermeister, der die unglaubliche Fähigkeit hat, sich viele Witze zu merken und das in einer Art, also mein Programm heißt ja planlos durch die Nacht, das da zu kreieren auf der Bühne und immer wieder was Neues dazu und was Altes weg und
Ich glaube, du feierst deine Witze ja auch selber, weil du erzählst sie ja so oft und auch teilweise natürlich die gleichen. Aber man hat tatsächlich den Eindruck, du lachst dich jedes Mal, wenn du so einen Witz erzählst, lachst du dich über deinen eigenen Witz nochmal kaputt. Das heißt, du feierst die eigenen Witze selber, das finde ich ist klasse. Und du hast auch mal erzählt, jetzt gerade eben auch, dass du dir das immer noch bildlich vorstellst. Absolut. Ich glaube, da zerreißt dir, glaube ich, bevor du den Witz erzählst, hast du die Bilder im Kopf und dich zerreißt, oder? Und es ist auch bei der Live-Auftritte zerreißt mir es auch deshalb, weil mir falle ja teilweise Witze ein auf der Bühne, die ich vielleicht schon 10 Jahre nicht mehr erzählt habe. Oder 15 Jahre. Letztes habe ich einen erzählt, den mit dem Pforzheimer Brathähnchen. Ich glaube, den habe ich vor 15 Jahren das letzte Mal erzählt. Und es ist klar, wenn so einer dann, ich sage jetzt mal, wieder neu uraufgeführt wird, okay, falle ich hier ins Koma. Ja. Falle ich hier ins Koma. Und wie gesagt, es ist auch so, ich sage immer, es ist wie bei einem guten Lied. Ein gutes Lied kannst du auch mehrfach singen und es erfreut dich. Und es gibt einfach Witze, die sind so dermaßen gut, die kann ich 100 Mal erzählen. Okay. Wenn wir bei den Witzen sind, wie inspirierst du dich? Wie kommst du zu neuen Witzen? Kreierst du sie selber? Liest du sie? Oder schreibt das Leben die Witze? Also es kommt dann zum Abend aus Situationskomik, das ist das, was das Leben schreibt. Ja. Aber ich habe ja eine Fanbase, wie man so auf Neudeutsch sagt, ja, bei Facebook fast 170.000. Ja, und da kommen halt, also an einem sportlichen Tag bis zu 200 Witze per Facebook Messenger, per SMS. Du lässt dich inspirieren von der Crowd, also von deinen Fans. Ja, das, was da kommt, ich brauche mir, weißt du, und der Punkt ist ja der, ich bin kein Typ, der Bücher liest. Okay. Am Computer sitze ich sehr häufig und dann habe ich, und da kann ich einfach, da rufe ich mir die E-Mails auf und dann sehe ich schon nach der, ich lese einmal quer und wenn ich den Witz kenne, dann bedanke ich mich und das mache ich auch bei jeder Mail, okay, ich bedanke mich und die ich nicht kenne, drucke ich aus. Okay. Und dann habe ich Simon, der junge Mann im Hoodie, der unterstützt mich in der Form, dass ich als beim Auftritt dann die ausgedruckten Dinger mitbringe und ich schon vorselektiere und sage, den finde ich gut und den finde ich gut. Und dann guckt er nochmal drauf und wenn das dann wirklich so ist, wobei, ich sage jetzt mal, die Entscheidungsgewalt habe ich, bringe auch manchmal welche, die, wo er sagt, da gibt es bessere. Aber das hat einfach was mit meiner bildlichen Vorstellung zu tun. Und dann haue ich die raus und wie gesagt, ich brauche kein Buch. Ich kriege am Tag so viel Nachschub, okay, cool. 7 Tage die Woche, okay, also volles Programm. Also das heißt, man darf auch tatsächlich auf deine Seite gehen oder auf deine Kanäle und dir mal einen Witz zukommen lassen? Ja, ich habe nur eine Bitte. Rufet nicht bei mir im Malergeschäft an und erzählt meine Sekretärin Witze. Das gibt's auch, die sollen was schaffen, die sollen keine Witze im Steno-Stil aufschreiben. Also bitte, ihr könnt Faxe schicken, ihr könnt E-Mails schicken, ihr könnt Postkarten schicken, handgeschriebene Briefe, habe ich alles schon gekriegt. Ihr könnt einen Brieftaub schicken, wenn extra ein Brieftaubenlandeplatz, aber nicht im Geschäft anrufen. Okay. Einmal nochmal zurück zu ein bisschen ernstere Sache. Das Leben ist ja nicht immer lustig, aber ich glaube, wenn man dich so sieht, man verbindet dich natürlich immer mit dem Lustigen, mit dem Komischen, verbindet dann natürlich immer, dass es dir immer gut geht, immer gut drauf ist, aber ich denke mal, kein Mensch geht es immer gut. Wie motivierst du dich denn selber, wenn es dir mal nicht so gut geht? Also, das muss ich zwar in zweierlei Richtungen beantworten. Es ist einmal so, dass ich Ende 2010, Anfang 2011, über 7 Monate in ambulanter Burnout-Behandlung war. Insofern habe ich ein sehr gutes Bild von der Schattenseite. Okay. Und es war wirklich eine Zeit, die schmerzhaft war, aber die auch lehrreich war. Und das Lustige ist, ich weiß nicht, ob es überhaupt Zufälle gibt, aber genau in der Zeit, als es mir am bescheidensten ging, kam mein Kumpel Wolfi und hat geschrieben, Olli, erzähl mal einen Witz. Das war wirklich, okay, und dann plötzlich habe ich auch selber wieder erkannt, dass das Leben ja auch Leichtigkeit und Humor bietet und dass es nicht nur höher, schneller, weiter, so das klassische Unternehmerthema, sich einfach nur am wirtschaftlichen Erfolg zu orientieren. Das war so, das war der Grund, warum es dann so weit kam. Insofern habe ich
gehe auch sehr sorgsam mit mir um in der aktuellen Situation, obwohl ich 7-Tage-Woche habe. Aber ich weiß genau, wie die andere Seite aussieht. Das ist die erste Antwort. Das zweite ist, aus diesem Grund, und das ist auch, ich glaube, ich habe schon seit 7 Jahren, habe ich, mein WhatsApp-Status heißt, es gibt unglaublich viele Menschen auf der Welt, die hätten gerne einen deiner schlechten Tage. Und es relativiert sehr viel. Das relativiert sehr viel. Das heißt, wenn du morgens aufstehst und denkst, oh, gestern war ein Scheißtag und was kommt jetzt heute noch? Denk einfach mal drüber nach, wie viele 100 Millionen auf der Welt froh wären, sie hätten einen schlechten Tag von dir. Das ist Punkt 1a zur Beantwortung. Okay. Und Punkt 2 ist, wenn es mir mal nicht so gut geht, das hört sich jetzt ein bisschen surreal an, aber ich habe unglaublich viele Fans, die mir schreiben, dass ich Depressionen habe, dass ich unter Platzangst leide, dass ich an Krebs erkrankt sind, dass ich nahe Verwandte verloren habe. Und das sind Menschen, die mir schreiben, Olli, wenn du einen Witz erzählst, dann hilfst du uns. Ich habe vor kurzem einen Malerkollege getroffen, der einen sehr schweren Schlaganfall gehabt hat. Und er hat zu mir, der kam auf mich zu und hat gesagt, Olli, weißt du, dass das heute einer der schönsten Tage meines Lebens ist? Sag ich, warum? Dann sagt er, weil du und meine Frau, ihr zwei waren die, die am meisten bei mir waren in der Zeit, wo es am schlechtesten ging. Und wenn du dann morgens aufwachst und du hast vielleicht einen verspannten Nacken oder dir tut das Knie weh oder irgendwas, weißt, warum es machst. Ja, super. Dann ist wieder relativ. Ja. Und viele fragen ja und sagen, ja Olli, stehst du wirklich morgens um 6 Uhr auf und erzählst einen Witz? Ich habe den Wecker gestellt. Also außer wenn es jetzt so wie letzten Sonntag war oder Sonntag davor, wo ich spät nach Heim gekommen bin vom Auftritt, dann mache ich den Witz da. Weil wenn ich erst um 2:30 oder um 3 heimkomme, dann stellt mir der Wecker nicht um 6. Dann haue ich halt nachts den Witz noch raus, hat auch seinen Charme. Aber wenn ich normal heimkomme, wenn ich samstags keinen Auftritt habe und ich komme normal heim, dann stelle ich morgens um 6.30 Uhr, klingelt der Wecker und dann gehe ich ins Bad und dann mache ich mich schön. Das ist ein längerer Prozess. Und dann gehe ich ins Auto, erzähle einen Witz. Ja. Und wenn der gut ist und wenn er Simon seinen Segel gefunden hat, dann gehe ich wieder ins Bett und schlafe weiter. Okay. Und ich schlafe aber weiter mit dem unglaublich guten Gefühl, dass es Menschen gibt, die darauf warten und dass ich die einen Schritt begleite in ihrem Leben. Und uns die Menschen dann bei denen Auftritte persönlich kennenzulernen, rührt mich zu Tränen. Ich habe schon so oft geheult bei meinen Auftritten, weil ich Menschen gesehen habe, die nur über Kommunikation via Facebook oder über WhatsApp gekannt habe und die dann persönlich zu treffen und einfach auch das zu spüren, was das denen bedeutet. Das ist viel wichtiger als Kohle oder so irgendwas. Deshalb hat mein Leben unglaubliche, oder ich sage es mal so, das, was ich jetzt erleben darf, das ist für mich die beste Zeit meines Lebens. Also. Ja, sehr, sehr schön. Okay, dann haben wir nochmal das Thema von Umziehen. Ja, ja. gerade auch spontan, also bei mir war es auch so, ganz kurz vorher natürlich mal kurz nochmal das Shirt gewechselt. Du hier gerade auch nochmal vor dem Interview, wir haben es gerade gehabt, du hast einen hohen Hemdenverschleiß. Ja. Wenn wir genau dieses Hemd hier anhaben, mit den kleinen Rettichen, wenn ihr genau hinguckt, seht ihr die Rettiche. Erzähl doch mal, was hat es damit auf sich? Viele wissen es noch nicht. Also klar, der schwarze Rettichwitz, den habe ich auch nicht selber hochgeladen. Das heißt, wenn man jetzt auf meinem YouTube-Kanal oder bei Facebook nach dem schwarzen Rettichwitz sucht, wird man bei mir nicht finden. Den hat jemand hochgeladen, den ich noch gar nie persönlich nicht kennengelernt habe. Der ging über WhatsApp, ging der halt durch. Ja. Und es war, da habe ich mich politisch unkorrekt geäußert. Ich habe 4-mal Neger gesagt, dafür habe ich aber auch richtig Dresche gekriegt und das war für mich alles ein bisschen surreal, weil ich bin ein Mensch, der aus der analogen Welt kommt. Handwerk ist analog. Ja. Und plötzlich habe ich mich in der digitalen Welt vergaloppiert. Gut, ich war, viele sagen, der ist halt ein bisschen, ja, sowas macht man nicht, aber es war bei uns, sei jetzt dahingestellt, es war bei uns nie negativ belastet. Ja. Ich habe auch unglaublich viele Fans mit dunkler Hautfarbe, die sagen, Olli, das ist der beste Witz, den du je erzählt hast. Aber trotz alledem habe ich so Dresche gekriegt und habe meinen besten Kunde verloren. Okay. Und habe gesagt, okay, aber das war auf der anderen Seite auch wieder der Witz, der alles noch mehr beschleunigt hat. Insofern habe ich irgendwann mal, weil ich ja so ein bisschen das Ganze
ja, darf man nicht falsch verstehen, ich nehme es so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, weil, ja, nochmal, selbst Sigmund Freud hat ja geschrieben, im Witz ist alles erlaubt. Ja, aber es ist ein Witz. Du distanzierst dich ja auf deiner Seite öffentlich vor allen bösen, radikalen, politischen... Mach ich auch. Ich erzähle auch keine politischen Witze, erzähle auch keine Witze, wo es um Rassismus geht. Aber nichtsdestotrotz war es ein Fehler. Da hat mir aber auch ein Reporter gefragt, ja, warum hast du den Witz jetzt nicht aus dem Internet genommen? Dann habe ich gesagt, aus dem einfachen Grund. Jetzt, wo ich ein gewisses Maß an Popularität habe, fange ich an, die graue Flecke auf meiner Weste rauszuradieren. Ich habe gesagt, ich stehe zu meinen Fehlern, ich bin fehlbar, ich mache Fehler. Ich werde heute Fehler machen und ich werde morgen Fehler machen. Und ich stehe da dazu, dass es ein Fehler war. Aber ich nehme es auch mit dem Augenzwinkern. Und der erste Merchandising-Artikel, den es gab, war ein schwarzer Rettich-Schlüsselanhänger. Und dann gab es ein Fanfinger und T-Shirts und was auch immer. Okay. Und das für mich Erhebende war, dass es dieses schwarze Rettichhemd gibt in einer limitierten Auflage. Es gibt nicht mehr viele, ich glaube nur 20 oder 30 Stück. Ja. Und dass wir den Erlös oder dass ich den Erlös aus dem Hemd dann auch spende, das hat nichts mit Rechtfertigung oder Wiedergutmachung zu tun. Aber okay, ich kann mit meiner Popularität Dinge tun, die ich sonst nicht machen konnte, die ich sonst nicht tun konnte, und das bedeutet mir unglaublich viel. Und du glaubst gar nicht, wie viele sagen, hey Olli, dass du ein Hemd bei der Firma hast, Wahnsinn, das hätte ich auch nicht gedacht. Gut, jetzt sind wir heute ja hier in Friedrichshafen am Bodensee, was ja auch zu Baden-Württemberg gehört, Pforzheim denke ich ja wohl noch auch. Ja. Das heißt auch ein Stückchen Heimat. Bist du denn ab und zu mal am Bodensee? Gefällt es dir hier in der Gegend? Absolut. Du wirst lachen, ich habe gerade auf der Herfahrt, hab ich zum Simon, zu meinem Pressemarketing gesagt, ich muss unbedingt mit meiner Mutter mal hierher. Die war im Zweiten Weltkrieg, war die hier, und meine Mutter ist jetzt 82 geworden, und das habe ich ihr versprochen, muss ich unbedingt machen. Mama, ich verspreche es dir, wir machen es so bald als möglich. Dann habe ich jetzt viel Zeit auch in Sigmaringen verbracht, war auch immer wieder mal am Wochenende hier. Dann habe ich den ehemaligen DTM-Champion Timo Scheider kennengelernt, der auch hier am Bodensee seine Homebase hat, von seinem Rennstall. Also hier ist wunderschön. Ja. Punkt. Okay, wenn du möchtest, laden wir dich und deine Mom gerne mal auf eine Bootsfahrt hier ein, wenn du auf sowas Lust hättest, weil wir sind natürlich auch öfters hier am See und das ist auch unser großes Hobby und Leidenschaft. Sehr gut. Ja, super, haben wir das mal festgehalten. Wunderbar. Ihr habt's gehört. Deal steht, natürlich. Okay, Bodensee ist bei uns das Riesenthema, beziehungsweise eben auch Seechat, Bodensee-Community. Fällt dir spontan ein Witz ein oder müsstest du jetzt auch mal ein Witzchen schreiben oder könntest eins umdichten, wo vielleicht Bodensee oder Seechat drin vorkommt? Lass mal überlegen, Bodensee oder Seechat? Genau. Also mal gucken, wie schnell das jetzt hier geht. Also ich könnte das so schnell nicht. Mal gucken, was der Olli hinkriegt. Also es gibt jetzt so einen klassischen Fragewitz, der passt nur im Ansatz vom Thema, okay, warum können Seeräuber den Flächeninhalt von einem Kreis nicht errechnen? Weil sie Piraten. Okay. Punkt 1. Das nächste ist, kommt ein Mann zur Bundeswehr, dann wird er gemustert, dann sagt der Arzt, sagt er, wo möchte sie denn hin? Dann sagt er, zur Marine. Dann sagt er, aha, und können sie schwimmen? Dann sagt er, warum habt ihr keine Boote mehr? Okay. Also okay, zum Bodensee-Thema, vielleicht fällt mir noch einer ein, aber du siehst, ich arbeite mir langsam an das Thema ran. Verstehe, Thematik gehst du dran. Wunderbar. Okay. Andere Frage, was ist dein Lieblingswitz? Hast du sowas? Oder von mir aus auch mehrere? Mein Lieblingswitz ist eigentlich immer der, den ich gerade aktuell erzähle. Okay. Und es war jetzt gerade, das ist jetzt ein bisschen schlüpfrig, aber der Rigobert und der Helmfried, meine zwei Helden, teilen sich im Seniorenheim gemeinsame Zimmer. Und der Rigobert wacht nachts auf, weil der Helmfried im Bett neben dran liegt und so macht. Dann sagt der Rigobert, sag mal, Helmfried, was ist mit dir los? Dann sagt er, du, jetzt habe ich endlich mal einen Ständer und mir sind Hände eingeschlafen. Der ist geil. Wunderbar. Der ist geil.
Der ist jetzt gerade aktuell. Okay. Aber ich sage, es gibt so viele gute und wenn mir, und für mich eigentlich das absolute Highlight ist tatsächlich, wenn ich auf der Bühne stehe und mir fällt da ein Witz ein, der schon lange im Verborgenen war. Okay, ich habe zuletzt einen Witz von dir gehört, vielleicht kannst du ihn auch noch zu Besten geben. Stichwort Torwart. Torwart gibt's, lass mich mal überlegen. Torwart und halten. Ja, genau. Das war ja, ich habe ja jetzt ein neues Format, Witze-Ping-Pong, und da habe ich das erste Mal bei mir im Auto gehabt, der Timo Hildebrand. Und das ist jetzt, also ehemaliger Nationaltorhüter der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und er sagt ja auch von sich selber, er ist kein klassischer Witzeerzähler. Und dann habe ich ihm die Steilvorlage gegeben, aber ich muss dazu sagen, ein unglaublich feiner Mensch. Ein wirklich, wir war danach noch essen, haben uns noch unterhalten, das war wirklich super klasse. Und steigt ein Mann im Sportdress, steigt in einen Stadtbus, hat eine große Sporttasche dabei, da hängen außen Handschuhe dran und er hat so Fußballschuhe an und er steigt in den Bus und in dem Augenblick, wo er neben einem anderen Fahrgast Platz nimmt, entweicht ihm flatulenzartig was aus dem Kofferraum. Dann guckt der andere Fahrgast ganz vorwurfsvoll an und sagt, sie, was war denn das jetzt? Dann sagt er, ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, aber ich bin Torwart. Aber der war unhaltbar. Das ist aber, wenn du den Witz kennst und man zieht dich da noch beim... Man muss vorher schon lachen. Ach du Schande. Oh, herrlich. Und vor allem, wo du gesagt hast, hey, du stellst dir das noch bildlich vor, da war es vorbei. Ja, absolut. Absolut. Nee, es ist, und ich sage, allein zu dem Thema Stadtbus gibt es, glaube ich, allein 20 Witze. Zwei Sachen, wo mich noch interessieren würden. Das eine Mal, wie bist du auf die Idee gekommen, die Witze im Auto zu erzählen? Das ist natürlich auch was, es hat sich eingeprägt und man sieht dich natürlich immer in irgendwelchen Audis sitzen, aber es ist mega geil, es macht Spaß, Vor allem, wie du da sitzt, die Pose und mit dem Finger und also dich zerreißt, bevor du den Witz erzählst, das ist einfach schon legendär. Das ist mal die eine Sache und die andere kommt, nachdem du das beantwortet hast. Also, lässt sich ganz schnell erklären. Ich bin ja beruflich viel unterwegs. Ja. Ich habe einen Comic geschrieben, heißt Meine Kunden lieben mich. Okay. Das ist ein Handwerkerknigge, da geht es um alte Werte in der neuen Zeit. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, professionelles Vorgehen, Verhalten im Straßenverkehr und lauter solche Dinge. Und deshalb, wenn ich zu einem Kundentermin fahre, bin ich im Regelfall immer 5 bis 10 Minuten vorher, eine Straßenecke weiter. Und dann habe ich einfach Zeit, mal so ein bisschen runterzukommen und dann komme ich beim Kunde pünktlich an, pünktlich auf den Glockenschlag. Das ist in der Zwischenzeit für mich schon wirklich ein Sport geworden, weil du da Kunden unglaublich begeistern kannst. Ja. Und bei Neukunden ist halt unglaublich wichtig, gleich einen positiven Eindruck zu machen. Und dann saß ich halt im Auto und als mein Kumpel Wolfi geschrieben hat, Olli, erzähl mal einen Witz, saß ich im Auto, als ich dachte, jetzt kann ich das ja machen. Stark. Und das mit dem Finger kam einfach, weil mein Vater immer gesagt hat, und auch mein Großvater schon, mach's ja recht, Bu. Mhm. Und wenn es in Ordnung war, hat er gesagt, das hast du auch ständig gemacht. Ja. Und so kam halt einfach die Situation, dass ich gesagt habe, und jetzt gibt es mal wieder einen Megakracher vom Olli. Okay. Das ist eigentlich Ort und Geste, schnell erklärt. Und daran schließen wir dann an, wo geht's weiter? Ich meine, du füllst hier schon die größten Hallen langsam in Deutschland. Wie geht's weiter? Was sind die Zukunftspläne vom Olli? Also, klar, ich sage viele, gesund bleiben ist mal das Allerwichtigste. Ja. Ich sage es mal so, wir wollen, wenn ich sage wir, das ist mein Team, das ist Simon, das ist Ulf, mein Manager, das ist das ganze Team im Background, das ist Samu, das ist André, das ist Reni, da gibt es einige, die da mit am Start sind, Heiko natürlich. Wachstum wird es geben, aber also mir hatte auch schon eine Anfrage wegen Porsche Arena mit 5000 Leuten. Das sehe ich mir einfach noch nicht. Okay. Weil ich so ein Typ bin, ich bin jetzt auch, das werdet ihr gleich erleben, in 5 Minuten wird Halle geöffnet und dann bin ich jetzt schon draußen bei meinen Fans und rede mit denen und mache mit denen Selfies. Okay. Und ich habe das gemerkt, in Pforzheim waren es roundabout 1700 Leute bei meinem ersten Auftritt in Pforzheim. Und es war mir eigentlich gesagt zu viel. Es war mir zu viel Mensch.
Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nicht jeden erreicht. Und man muss mal sehen, wohin die Reise führt. Jetzt laufen mal erste Verhandlungen mit Sat.1. Okay. Und also da bin ich jetzt unter Vertrag. Aber da muss man jetzt mal sehen, ob das eine Beteiligung in einer Show ist oder ob das vielleicht tatsächlich in die Richtung geht, eigenes Format. Weil ich, wie gesagt, das Witze-Ping-Pong ist so ein bisschen angelehnt an das Carpool-Karaoke aus Amerika. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ausbaufähig ist. Definitiv. Wie gesagt, Stefan Raab, die Lücke hat bisher eh noch niemand geschlossen. Könnte ich mir super vorstellen bei dir. Ich könnte als Alterspräsident könnte die Nachfolger vom Stefan Raab werden. Also ich biete mich hier an der Stelle schon mal an. Sehr gut. Gut. Alles klar. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf die Live-Show jetzt gleich und wünschen dir für die Zukunft alles, alles Gute, viel Erfolg und vor allem immer viel Gesundheit. Danke sehr. Wünsche ich euch auch. Ihr bewegt euch jetzt vollkommen frei, macht, was ihr wollt, halt nicht auf Bühne rennen und Unterwäsche werfen. Alles klar. Olli, danke sehr.